Das ist eins der größten Fehlinterpretationen, die uns seit Jahren anhängen, ist natürlich, weil die Leute den Erfolg sehen, die Marke Live Demo national ist richtig groß und so, und dann denken alle, oh, die haben richtig Asche. Allein schon eine Band zu bezahlen, so. Das heißt, allein schon die Technik, den Anspruch an den Ton, die Qualität, die wir haben, das alles macht ein Volumen, das kannst du mit einem Eintritt bei großer Heulerei in Berlin, wenn du einen Zehner nimmst, ist ja schon die Heulerei groß. Davon kannst du das nicht bezahlen. Das ist einfach der Fakt. Ohne Partner ist dieses ganze Ding überhaupt nicht tragbar. Im Gegenteil. Also wir haben die ersten 3 Jahre nur miese gemacht. Keiner macht jetzt Live-Demo hauptberuflich, sondern es sind alle dabei aus Herzblut und Überzeugung. Also im Speziellen Nike war vom ersten Tag an da. Das war auch nicht jetzt gleich, wir geben euch Kohle oder so.